darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Grimmer. Ich bin Planer, Erbauer und Betreiber vom Wasserkraftwerk Piesling an der Piesling. Ich darf kurz ein paar Details zu dem Kraftwerk erläutern. Das ist ein Ausleitungskraftwerk an der Piesling, an der ehemaligen Sensenschmiede Pieslinger an der Piesling. Und wir haben damals 2011 das Kraftwerk in Betrieb genommen und 2010 gebaut. Druckrohrleitung verlegt mit 1,40 Meter Durchmesser, ca. 1,4 Kilometer Länge an den Kraftwerkstandort, wo wir jetzt gerade sind. Das Kraftwerk hat eine Ausbauleistung von ca. 1 Megawatt und erzeugt im Schnitt rund 4 bis 4,2 Millionen Kilowattstunden. Im Kraftwerk selbst ist eine Francis-Maschine verbaut mit direkt angetriebenem Generator und er speist ins Netz der Energie AG bzw. ins Netz der Netz Oberösterreich direkt am Kraftwerk mit einer eigenen Trafostation ein, versorgt die Region mit regenerativer Energie.